Ab Februar droht uns nochmal ein richtig harter Wintereinbruch. Das sibirische Hoch verdrängt den Polarwirbel und behauptet sich über dem Nordpol. Die Nordhalbkugel wird geflutet mit arktischer Kaltluft. Doch ob es auch Deutschland trifft, ist bislang noch nicht klar. Die Folgen wären Tiefstwerte von bis zu minus 20 Grad. Also wir schauen es von oben auf die Erde rauf, da sieht man diese Kaltluft, ne? So, das Problem ist folgendes, der Polarwirbel, der wird Ende des Monats abgedrängt werden und da macht sich dann dieses Hochdruckgebiet hier breit, was wir hier sehen. Es macht sich Hochdruck breit über dem Nordpol und auch Warmluft in großer Höhe. Das ist jetzt schon sicher. Der Polarwirbel wird abgedrängt, höchstwahrscheinlich zunächst einmal in Richtung Europa, macht unsere Wettervorhersage ein bisschen schwieriger und so weiter. Aber was passiert hier? So, dieses Hochdruckgebiet ist ja ganz weit oben, sage ich mal, aber das wird nach unten absinken, so ganz langsam. So, ne? Das dauert sehr lange, bis das runterkommt. Ne? Aber wenn das runterkommt, das muss man sich richtig vorstellen, es heißt der Hochdruck, also es drückt auch richtig die Luft dann dort raus. Ja, es kommt warme Luft von oben und die drückt die kalte Luft raus. So, und wenn man sich das jetzt nochmal von oben anschaut, ja, wie das sein könnte, jetzt muss ich hier, glaube ich, nur ein bisschen das mal ein bisschen verschieben. Warte mal, wie geht denn das? Nee, das ist genau die falsche Richtung. Und dass man es gut sehen kann. Ne? Was passiert dann mit dieser kalten Luft? Was wird mit dieser kalten Luft passieren? Die wird ausbrechen. Also sprich, wenn dieses Hochdruckgebiet erstmal weit genug nach unten vorgekommen ist, dann wird die Luft ausbrechen. Die Frage ist, wohin? Entweder hier Richtung Asien, da liegt schon ganz schön viel Kaltluft. Oder die Luft bricht aus in Richtung Nordamerika, das kennen wir auch, diese Kaltlufteinbrüche. Oder aber es kann auch Europa treffen. So, und das sind so die ungefähr die Möglichkeiten, die wir haben. Schauen wir uns mal Europa an. Was müsste denn passieren, damit es wirklich nochmal so einen arktischen Wintereinbruch auch bei uns gibt? Also, dass diese Luft ausbrechen wird, das ist, glaube ich, sicher. Aber es ist nicht sicher, ob sie nach Deutschland kommt. Aber bildet sich hier über Skandinavien ein Hochdruckgebiet, dann passiert Folgendes. Dann zapft dieses Hochdruckgebiet diese eiskalte Luft an, führt die erstmal in Richtung Russland und dann biegt das Ding ab in Richtung Deutschland und sogar in Richtung England. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an 2018, an den Februar. Da hatten wir genau das Gleiche. Da ist quasi das Gleiche passiert. Da ist der Polarwirbel auch zerbrochen. Es gab ein sogenanntes Sudden Stratospheric Warming Event oder auch Berliner Phänomen genannt. So, und da hatten wir dann plötzlich Temperaturen. Und das ist nun mal, soll nur mal zeigen, was das für ein Potenzial hat. Da hatten wir Temperaturen am 28.02., also spät, ja, 28.02. in Lübeck, von auf einmal minus 20,1 Grad. Also richtig kalte arktische Luft ist da zu uns gekommen. Und da gibt es auch einen Funfact zu, tatsächlich, da hat nämlich ein Meteorologe geheiratet in Irland, also der kam extra aus den USA und hat gesagt, das war das erste Mal seit 100 Jahren, dass es in Irland irgendwie geschneit hat und ausgerechnet, wenn der Meteorologe geheiratet hat. Aber gut, letztendlich, das ist lustig, aber dieses Ding ist auch gefährlich. Dass dieser Ausbruch auf der Nordhalbkugel passieren wird, ich glaube, das ist sicher. Es passiert auch öfter in La Niña-Jahren. Wir hatten erst gedacht, das passiert vielleicht nicht, aber jetzt sieht es sehr deutlich aus, muss man sagen. Die Temperatur, man muss sich mal vorstellen, es gibt im Augenblick Prognosen für Temperaturabweichungen in der Stratosphäre von plus, jetzt halte ich fest, Abweichung von plus 70 Grad. Und damit haben wir auf jeden Fall dieses Risiko. Ob das wirklich auf Deutschland zutrifft, das kann man jetzt noch nicht sagen, weil dieses Absinken, was ich vorhin gezeigt habe, ne, dieses Absinken, das dauert sehr lange. Ne, bis dieses Hochdruckgebiet hier wirklich abgesunken ist und quasi die Kaltluft wegdrückt, das dauert mindestens mal 3 Wochen, manchmal sogar 6 Wochen. Das heißt, wann geht das überhaupt erst los? Mitte Februar oder vielleicht sogar erst im März? Oh, heißt, dann ja, möchte ich es nicht so mehr. Du möchtest es eigentlich keine mehr haben, aber tatsächlich ist es so, die Gefahr besteht. Die Gefahr besteht, dass das passiert. Aber wir müssen das einfach im Auge behalten. Also das soll auch nur so ein Hinweis sein. Ja, wir haben ja auch so ein Problem irgendwie mit dem Gas und mit dem Heizen und so. Also selbst wenn es Mitte Februar ist und es wird plötzlich warm oder so, heißt das nicht, dass der Winter schon vorbei ist. Da könnte noch mal was kommen. Weil der Polarwirbel eben so stark gestört wird, dass wir davon ausgehen, dass diese arktische Kaltluft noch mal ausbricht. Und wie gesagt, ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, das ist keine Prognose, dass es nach Deutschland kommt. Aber es ist eine Gefahr, dass das nach Deutschland kommt. Denn der erste Schritt zu einem arktischen Winterausbruch ist gemacht.
Der Polarwirbel wird so stark abgedrängt, dass sich Hochdruck breit macht, dass sich Warmluft über dem Nordpol breit macht und damit wird diese Kaltluft ausbrechen. Die Frage ist nur noch, trifft es uns oder trifft es jemand anderen? Käme es dann wieder zu viel Schnee oder geht das gar nicht damit einher? Ja, das ist eine gute Frage. Normalerweise ist es so, dass diese Luft sehr, sehr trocken ist. Und wenn sie tatsächlich hier über Russland kommt, sozusagen, da hat sie ja keine Möglichkeit, irgendwie Feuchtigkeit aufzunehmen. Das heißt, das ist oft auch sehr trockene Luft. Ja? Da gibt es dann sowas wie Diamond Dust, heißt das, so Eisnadeln. Ja? Da kann man dieses, vielleicht kennt der eine oder andere das Experiment mit kochendem Wasser oder heißem Wasser in die Luft werfen und da wird dann Schnee draus oder so. Ne? Das kann man in so einer Luft machen, die ist sehr, sehr trocken. Das ist richtige eiskalte, klirrende Winterluft, die da kommt. An der Grenze allerdings, ja, von Luftmassen, an der Grenze kann es dann kräftig schneien. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn das so einsetzt und ich hier so ein Hochdruckgebiet habe, ne, also hier dieses Hochdruckgebiet, das hieß damals, glaube ich, sogar Hartmut, ja, dann habe ich ganz oft auch Sturmwinde. Ja, also richtig, das zieht dann richtig. Habe ich Sturmwinde aus Osten, dann habe ich eher das Problem, dass es saukalt ist, ja, anstatt dass es wirklich schneit. Ja. Mhm. In England ist das anders, wenn das tatsächlich so ist, dass diese Kaltluft doch mal über die Nordsee streift, dann habe ich auf einmal sehr viel Schneefall. Auch in Schleswig-Holstein kennt man das. Wenn der Wind aus Osten kommt, dann können plötzlich richtig kräftige Schneeschauer auftreten. Ja, das kann schon passieren. Also überall, wo noch Wasser mit ins Spiel kommt, da ja. Ansonsten ist es sehr trocken. Und nur weil es kalt wird oder kalt werden könnte, heißt es nicht, dass es viel Schnee gibt.